Der ursprüngliche Gedanke war, ein System zu schaffen, das es Menschen ermöglicht, einen Lösungsweg, den jemand schon mal gefunden hat, anderen Menschen auf ganz andere Weise mitzuteilen. Ich wusste, dass Augmented Reality als Technologie dafür sehr gut geeignet wäre. Das Problem dabei war aber, dass das so unfassbar schwer zu erstellen war. John Deere ist Technologieführer für Landmaschinen und gleichzeitig Weltmarktführer. Wir haben verschiedene Augmented Reality-Ansätze gesehen, allerdings ist im Grunde genommen für uns das Teach-In-Verfahren immer der Knackpunkt. Und wir sehen hier, wenn ich es mal anders mit meinen Worten ausdrücken kann, eine selbstlernende Augmented Reality-Umgebung, die für sich genommen einzigartig ist und natürlich auch gerade in unserem Sektor neu ist. Und ich würde sagen, wir nehmen damit eine Spitzenposition im Bereich der Forschung und Entwicklung ein. Das Interessante daran, dadurch, dass das System durch Beobachten lernt, kann es in allen Bereichen eingesetzt werden. Es kann auch im Büroalltag zum Beispiel, wenn bei der Kaffeemaschine der Trester geleert werden muss und man weiß nicht, wo das Fach ist, wenn beim Drucker der Toner gewechselt werden muss oder Papierstau gelöst werden muss. In solchen Fällen kann man das überall einsetzen. Man muss dem System nur einmal vormachen, wie es richtig geht. Ich bin begeistert. Also so weit, wie wir gekommen sind, auch wenn ich mal zurückblicke, so die ersten Diskussionen, die wir gehabt haben, das Konzept, als es mir zum ersten Mal vorgestellt wurde, was jetzt draus geworden ist, die sogenannten Use Cases, die entwickelt wurden, die Kunden oder zumindest die potenziellen Kunden, die im Raum stehen, alles ganz, ganz hervorragend, hört sich sehr, sehr, sehr solide an. Die Idee, das kann ich definitiv sagen, die hat Potenzial. Sie passt genau in das, was jetzt gerade passiert, wie sich auch Produktion, Fertigung entwickelt, in Deutschland entwickelt, wie sich Fertigung in der Zukunft aufstellen muss. Es ist auch deutlich mehr als ein Nischenprodukt. Also ich sehe hier ein sehr, sehr hohes Potenzial. Als wir am Anfang gesehen haben, was für ein riesiges Industrieinteresse unsere ersten Prototypen hervorgerufen haben, kam dann die Entscheidung, dass wir das ausgründen wollten. Mit der Entscheidung sind wir dann zum Gründungsbüro in Kaiserslautern gegangen, die uns da auch gut beraten haben, haben uns die einzelnen Möglichkeiten aufgezeigt. Niels Petersen hat seine Technologie bereits so weit entwickelt, dass er schon eine ganze Reihe Kunden von deren Nutzen überzeugen konnte. Mit der Exist-Förderung kann er nun ein marktreifes Produkt und ein passgenaues Geschäftsmodell dazu entwickeln. Für unser Projekt war der Exist-Forschungstransfer genau das richtige Programm. Das ist genau der Bereich, den wir uns wünschen. Projekte, die im Rahmen der Forschung einen sehr guten Vorlauf erhalten haben, in die wirtschaftliche Umsetzung im Rahmen einer Unternehmensgründung zu begleiten. Das ist Ziel von Exist. Ja, ich denke, wir müssen die Lösung aus zwei Blickwinkeln sehen. Das eine ist die technologische Sicht, das zweite ist die Entwicklung des Geschäftsmodells. Zur technologischen Sicht heraus würde ich IOXP ganz klar in der Führerschaft sehen. Aus der Sicht des Geschäftsmodells, der Entwicklung eines Geschäftsmodells, eines Projekts, eines Showcases zusammen mit Kunden, der Anforderungen hat, beispielsweise im Kontext mit Industrie 4.0. Eine Thematik, die wir sehr, sehr stark verfolgen bei SAP, die wir sehr, sehr stark untersuchen. Hier kann ich mir ein hervorragendes Projekt, gemeinsames Projekt im Schulterschluss mit der SAP vorstellen. Inzwischen ist die Anmeldung erfolgreich gewesen und seit einigen Wochen sind wir jetzt in einem Team zu viert unterwegs und bereiten die Gründung vor.